Der Hunger nach Bewegung ist einer der ausgeprägtesten und stärksten der amerikanischen Triebe. Und so wurde das Automobil zum Opium des amerikanischen Volkes. Ich wollte auch diese Droge. Und um wirklich breit zu sein, hielt ich diese monströse Karre. Was ich nicht ahnte, war, dass der Wagen ganz andere amerikanische Tugenden offenbaren würde. Be on I-40 all the way, right? Yeah. Right behind it is a place called Terry Service. If you need to have them take a look at your car, they'll take a look at your car there. And they're pretty good. Okay. You guys take care. Have a joint trip. Right. Ich stehe Utah-mäßig völlig krank auf einer Straße. Hinter mir laufen die beiden Leute gerade und versuchen Hilfe zu holen. Unsere Karre hat völlig versagt, die Batterie ist alle. Der Auspuff war kaputt, wir haben uns gerade bis hierher geschleppt und hatten aber, wir dachten halt, dass hier die Route 66 ist oder so. Ja und ja, mal sehen, was der Tag noch bringt. Noch lange bevor ich wusste, wo die USA liegt, hatte mir Hollywood bereits eins klar gemacht. Willst du auch nur halbwegs stilvoll durch die Staaten touren, dann brauchst du einen dieser fetten amerikanischen Straßenkreuzer. Eine Karre, die gegen alle Regeln der Vernunft verstößt und einen Scheiß auf den Spritverbrauch gibt. Die Jungs aus Hollywood haben noch mehr Klischees auf Lager. Sonnenbrillen, Kopftücher, Drogen. Route 66 klingt auch gut. Alles, was ich also wollte, war ein richtig fettes Cabrio. Und das habe ich mir in Kalifornien besorgt und an die Ostküste überführt,
In knapp 3 Wochen muss das Auto wieder an der Westküste sein. Also hole ich am Airport in Washington meinen Kameramann und meinen Berater ab. Mein Kameramann, Perfektionist, steif. Mein Berater, Pragmat, launisch. Unser Plan ist, die USA zu durchqueren. Washington, New York, Chicago, Las Vegas, San Diego. 6.500 Kilometer. Geschlafen mit dem Auto, gegessen bei Burger King. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Es kommt anders. Kurz vor dem Flughafen verreckt mir die Karre. Keine Fehlzündung, kein platzender Reifen. Einfach kein Zug mehr. Davon war in Hollywood nie die Rede. Von einem Motorschaden, bevor die Tour auch nur begonnen hat. Vielleicht ist die Kiste noch zu retten. Auf jeden Fall werden wir Hilfe brauchen. Unser Glück, mein Kameramann hat Verwandtschaft in Washington. Joe. Joe lebte schon in Washington, da hat unser Wagen noch in den Showrooms der Cadillac-Dealer gestandene Männer zum Weinen gebracht. Unserer Karre weint keiner eine Träne nach. Alles, was jetzt noch die Gemüter erregt, ist die Fläche, die die Kiste in der Werkstatt belegt. Und trotzdem, während wir in Filz sitzendes Mazdas durch die Hauptstadt schaukeln, ist uns völlig klar, wir brauchen diesen Cadillac. Kein Mazda und kein Hyundai Pony. Wir brauchen eine Karre, die klingt wie ein 40-Tonner, mit einer Motorhaube so groß wie ein King-Size-Bett. In einen Kofferraum von der Dimension eines Seat Marbellas und ein Auto, was nicht einen so verdammt schwulen Namen hat. Bis wir unsere Kiste klarkriegen, quartiert uns Joe erstmal ein. Joe grübelt mit uns. Wir stecken fest, ohne einen Meter in Richtung Westküste gefahren zu sein. Den Caddy habe ich in San Diego von einem äußerst dubiosen Typen bekommen. Für 2 Riesen in Cash und 500 Kautionen. Kein Vertrag, keine Papiere. Ich gehe davon aus, dass die Karre geklaut ist. Wie auch immer, der Wagen muss repariert werden. You got an interesting story here. You call the San Diego radio and television stations and the newspaper out there, the San Diego Union. You said here, and the story is here we are, 3 young guys from Germany trying to live our dream. We rent this old car to go across Route 66. This was our hope all our lives. Mm-hmm. And this guy leases us a car and it breaks down in Virginia and he's going to charge us this outrageous rate. We've already spent $1,700, another $500, he wants to pay another $500. We just feel stranded. We can't understand that this is the American way of doing things, you know. We're so distraught. And you tell the guy you're doing that. I don't know. Keine schlechte Idee, so aus Joes Mund. Aber wir sind zu faul zu großen Presseaktionen. Ich schicke ein paar Drohungen an den Typ, von dem ich die Karre habe. Seine Antwort klingt im Klartext etwa so: Was geht mich dein Scheiß an, Alter? Der Caddy wurde in eine Werkstatt geschleppt, in der man die alte Kiste nicht mehr anfassen will. Also suchen wir uns den teuersten Autohändler, in der Hoffnung, der wäre kooperativer, und lassen die Karre dorthin schleppen. Allein das ist schon ein Drama. Monday morning, everybody calls. Monday morning. Hello? Hi, Janet. We have a car that we need towed from Lorton, Virginia to Alexandria, Virginia. Sure, are you there with the car now? No. Is anybody with us? Not right now, but we can get over there. How long would it take you to get to where the car is? 30 minutes. Okay, then you have to call me back. I can't take a road call until you're within at least 10 to 15
erased the car. He just leaves. So we have to call you 10 or 15. It's hard to get through to you folks, though. Is there another number other than that? No, this is the number. Well, I've been on hold for 10 minutes. That's because we've got 10 calls, 11 calls right now waiting for us to take. All right, so there's no way you can... All right, there's no phone within 5 miles of the place where the car is at. We don't have a cell phone. It's going to be awfully difficult to call you. Why can't I give you information now and you delay action for 10 minutes? I can't delay it, sir. When I take a call... Okay, your name is Janet. Do you have a supervisor, Janet? Sure do. Well, put the supervisor on. If you'd like to make a call, please select the number. Oh, for Christ's sake, she cut us off. Unser Auto wird zum Cadillac-Dealer geschleppt. Wie lange die Reparatur dauert, kann man uns nicht sagen. Jeden Tag, den wir in Washington verbringen, müssen wir auf der Straße wieder rausholen. Da die Kiste nur 160 läuft und dabei knapp 50 Liter verbraucht, liegt uns daran, hier bald zu verschwinden. Vorher fahren wir zu Mr. President. Und das per U-Bahn. Thank you.
2 years. Yes, 22 years, and it's very difficult, not just because of the elements, but the government making many rules, which are in violation of the Constitution. This is my internet. Okay. Is that me? Please wait, I have to code it and come again. Okay. Yeah, thanks. Is it from a German? Is it from a German? And you're fighting against war? The situation in the world is so terrible now. Because, you know, the president says with Russia, to reduce. Reduce is not. We got to get rid of them. They will before they get it back. So, you know, only the absence, they're the only way that secure. But nothing will secure as long as it's there, like it is in Chernobyl. Chernobyl is everywhere. Whenever there's a nuclear reactor, there will be another Chernobyl. A couple of weeks ago, there was here in the newspaper. So almost they have something very terrible here in the 3 Mile Island. So we don't want it. No more nuclear whatsoever. Go to Iraq. The president said that he has a list of 179 nations what he considers essence of evil. Iraq, Iran, Somalia, Yemen, North Korea, Syria, everywhere in the world, including China, threatening China too, with nuclear bombs. That man is out of his touch. Therefore, we have to stop because the evil is right here. Why, you know, we have so much conflict in Israel and Palestinians? Why they allow Israel to have 400 nuclear warheads? 400, yesterday, in the newspaper. B-52, F-16, Apache helicopters, tanks, submarines, gas, and they call Palestinian terrorists. No, why they don't comply with the UN resolution? Why they don't admit the international observers? Yeah. Huh? Why they kill Rabin? Because they don't want the peace. All right. Bush, this is Bush. The amount of evil can allow itself. German? Ukraine? No, English. Ukraine. There's no English. Russian? English. Chernobyl. Hast du deine Schuhe ausgezogen, oder? Wo geht das lang? Wie ist das denn höher? Das ist eine Rutsche? Ey, das sieht übelst gut aus.
6.500 Kilometer liegen vor uns. Es bleiben 12 Tage. Cruisen in der Mittagssonne. Kurzer Schatten vor uns und nach uns. Der Kettle liegt tief. Die Hinterräder verschwinden im Radkasten. Die Motorhaube am Horizont. So hatten wir uns das vorgestellt. 8,2 Liter Hubraum, 365 PS. 2,3 Tonnen massiver Stahl. Und ein Drehmoment, dass es mir kurz vor Washington die Antriebswelle zermahlen hat. Dafür haben wir mit $700 und 3 Tagen bezahlt. Es wird also Zeit, Meilen zu machen. Morgen hacken wir New York ab und fahren dann Richtung Chicago. Die erste Nacht on the road. 2 legen sich in den Wagen, 1 auf die Straße. Keine Stunde später mischen uns die Bullen auf. Weil wir gestern einen Schulbus gerammt haben? Nein, weil wir auf der Straße schlafen. Also zwängen wir uns alle in die Karre. Am Morgen ist die Batterie tot. Es dauert keine 10 Minuten, da schlagen die Cops wieder auf. Statt uns zu helfen, mosern die wegen der Kamera. Kann man einen Wagen mit Automatikgetriebe anschieben? Kann man 2.500 Tonnen anschieben? Wird der Koloss plötzlich anspringen und ein halbes Dutzend Kleinwagen zerschmettern, bis ich den Gewaltausbruch unter Kontrolle bekomme? Wir brauchen Starthilfe. Nach 2 Stunden hilft uns ein Asiate wortlos. Wurde auch Zeit. Die Bullen sind wieder da. Scheiß Kamera weg, Alter. Wohin geht man in New York, wenn man nur einen halben Tag Zeit hat? Normalerweise gibt es zu wirklich wichtigen Fragen keine hilfreichen Antworten. Trotzdem habe ich in Washington immer wieder diese Frage gestellt. Es gab keine Antwort. Aber eines sagte fast jeder: Don't drive your car in Manhattan. Also lassen wir die Karre stehen und setzen mit der Fähre über. Hey, lass mir mal ein bisschen Kaffee drinne. Thank you.
traveling, our peaceful country, searching for the Jesus Christ in all of us. So if God let your ways cross, you may hand them a Bible. And now, my untroubled listeners, let us pray a chaplet for them. Das Ding zeigt an, es wird nächste 5 Minuten schlimmer. Die Tankanzeige ist im Arsch. Plötzlich fällt alles aus. Die Servolenkung, die Bremsen, der Kiefermuskel meines Beraters. Der Tank ist leer. Vor einer Auffahrt kommen wir zum Stehen. Im Kofferraum ist ein Benzinkanister. Der Sprit muss rein, bevor uns die Cops aufmischen oder ein 40-Tonner hinten drauf raucht. Amerikaner sind fröhlich. Fährst du mit der Hälfte des Tempolimits vor einem Amerikaner her, dann folgt der dir entweder stundenlang ohne ans Überholen oder gar ans Hupen zu denken. Oder er schließt neben dir auf und fragt dich, ob er dir helfen kann. Nun kann man ihnen vorwerfen, es wäre nur aufgesetzt. Spaß ist nicht alles und so weiter. Aber das ist mir egal, wenn ich in einem Bus sitze und 3 Stationen später sowieso wieder aussteige. Dann ist es erquickend, wenn mir ein Fremder erzählt, wie er gestern Abend versehentlich fast den Hamster seines Sohnes Ed im Talkner getoastet hätte. Vielleicht liegt es am Wetter, jedenfalls sind Amerikaner einfach fröhlicher. Während eines Roadtrips durch die USA gibt es nichts Großartigeres als die allabendliche Suche nach einem Motel. Etwa 1 Stunde vor dem Einkehren beginnt man damit, auf Schilder, Reklamen oder Gebäude mit der typischen Motelform zu achten, die man zu allen anderen Tageszeiten nicht mal wahrnimmt. Je billiger der Reklamelook oder je schäbiger die Fassade, desto besser. Die originellsten Absteigen sind meist die privaten Motels, die zumindest entlang der Interstates fast vollständig von den Ketten verdrängt wurden. Mit der Zeit bekommt man jedoch ein Gefühl dafür, wo man diese Privatmotels findet. Ich fahre dann einfach an irgendeiner Abfahrt Richtung Hinterland und lande in der Regel irgendwann vor einem Motel. Thank you.
Motels sind alle nach demselben Prinzip aufgebaut. Ein- oder zweigeschossig, eine Tür und meist links daneben ein Fenster. Direkt unter dem Fenster ist die Klimaanlage installiert, die in der Regel so unerträglich laut ist, dass man entweder nur besoffen, mit Oropax oder überhaupt nicht schlafen kann, weil man vergessen hat, nach einem Nichtraucherzimmer zu fragen und sich das Fenster nicht öffnen lässt. Hat man ausgelost, wer der Dumme ist, der vorne schlafen muss und somit die ganze Nacht brutal von der Klimaanlage angeblasen wird, dann nimmt man die Fernbedienung, prüft die Kanäle, toll, HBO, oder wo ist der Weather Channel, und schaut sich schließlich das Bad an. Hier steht fast immer eine Badewanne. Auch in den billigsten Motels, obwohl dort niemand auf die Idee kommen würde, sich bei einem Glas Rotwein und einem schönen Buch in die schäbige, vergilbte Wanne zu legen, um den in Fetzen von den letzten zwei Ringen herunterhängenden Duschvorhang im Kerzenlicht zu bewundern. Eigentlich sind sie alle gleich, aber jedes Motel hat eine individuelle Note. Und während man in die Dämmerung hineinfährt, fragt man sich schon, ob man heute Abend wieder über einen dicken roten Plüschteppich laufen wird. Und ob die Zimmerantenne des festgeschraubten Fernsehers diesmal nicht mitten im Finale der Playoffs vom Schrank stürzt. Trotz aller Überraschungen gibt es jedoch stets zwei Konstanten. Der Abstand zwischen dem Bett und dem parkenden Auto beträgt maximal 3 Meter. Und im Nachtschrank ist immer eine Bibel. Die Karre springt nicht an. Der Chef des Motors eilt uns mit seinem Mitsubishi zur Hilfe. Nachdem wir vom Chef die Batterie leer georgelt haben, fällt uns ein, mal nach dem Sprit zu schauen. Der Tank ist leer.
We headed to Chicago and then all the way down. Stay out of the casino. All right. Yeah. I just thought maybe, you know, I could bust up a deal on it if you guys wanted to sell it and leave. Now we need the car. No, I mean, you know, later when you guys get ready. Later. Yeah. What do you think he'd be asking for it? I have no idea how much he wants for a car. It's in a better, the motor and brakes and all this stuff is in a better shape than it looks like. I can tell. Otherwise we wouldn't drive the car. It makes 10 miles on the gallon. Yeah, but look at the price of gas here. Yeah. And then what's the price in Germany? Yeah, how is it in Germany? I guess it's four times of that. Wir halten an. Der Mantel rechts vorne hat ein Loch. Die Reifen sind das eine. Was mir mehr Sorgen macht, sind die Bremsen. Die Verzögerung war schon mit intakten Bremsen mäßig. Jetzt bremst der Wagen wie ein Eisbrecher. Der Bremssattel hat sich gelöst und donnert bei jeder Bodenwelle auf die Bremsscheibe. So it's 6 miles down the 80 and then in Willenboro, Middlebury, we go off. Is the exit called Middlebury? Or? Yeah, right. It'll be the 107 mile marker. Just run real slow. Okay, do we go that way or is this a No. Street? You go around the cone. You go around the cone here and then up. You see where it says Ohio?
go that way to Middlebury. The other way goes to Elkhart. And the Miller tire shop is in Middlebury. Yeah, there are 24-hour services, what she was telling me. Okay. Whoa, man. Sandal dahinter hin machen. Ich? Warum? Na, falls du diesen Dollar hochblockst, dass der da hinten wegfällt. Klar. Aber wie kriegt die es? Ja. Nimm die mal weg, die Sandalen, dass ich das hier gleich lebe. So, warte mal, warte mal. Middlebury oder sowas. Ja, Middlebury. Ich habe vorhin schon überlegt, an der Restaurant anzuhalten, um nochmal zu gucken. Hast du da noch nicht gemacht, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen, oder? Ja. We're looking for a tire service, Miller Tire and... Okay, I can get you there. $1.45. $1.45, that's 2, 3, 4, 5. Thanks. You get to the stop sign, make a right turn, and go south all the way down about 7 miles. You'll see a McDonald's on one side, and they're right across the street, Miller Tire. Oh, okay. Thanks a lot. Can I have a receipt for that? Thanks a lot. Have a good day. Bye-bye. All the way down to McDonald's. Sehr gut, Maler. Jawohl. Ey, ich bin da mit 70, 75 Meilen zu fahren, so. Das ist ja alles schön geil. Der Pipo. Also soll ich schneller fahren oder was? Ja, hier, abnehmen. Da willst du was sehen oder nicht? Risk no fun. All the way down to McDonald's. Hold it, hold it! 2,000 miles. Yes! Was das? Die sind echt nicht dicht, oder? Die sind echt nicht dicht. Das Ding fliegt in der Gegend rum. Ballern hier lang. Die sind denn so überholt. 80 Meilen eben. Easy Rider kam jetzt gerade entgegen. Peter Panda höchstpersönlich. This is America. Ich glaube, ich habe das in der Fahrschule gelernt, dass ich hier so pfeife. Also eigentlich hier, aber das ist dick im Weg. Was ist das für ein Scheiß? Er baut solche Lenkräder. Deine Lippen nochmal hier auf den Lippen raus. Siehst du übel scheiße aus. Was? Nimm die Hände ans Steuer, Alter. Scheiße. Herrlich. Das sind die scheiß Oreos.
Ich liebe das am Mist. Sagst du mir jetzt mal so nebenbei, das kann ich weiter. Ich werde die ganze Zeit auf die Kamera. Das kommt bloß mal echt gut aus dem Wald. Das kann ich nicht hören. Also McDonalds auch noch mal. Wie viel? Das sind noch 3 Meilen da. I can get you there. Sure, man. I was waiting the whole day to answer one single question. I can get you there. Miller Tire. Es ist Sonntag. Während in Deutschland bis Montag gar nichts mehr gehen würde, ist der Amerikaner zum Service allzeit bereit. Bis auf Miller. Miller hat keinen Bock auf Arbeit und jagt uns vom Hof. Put that away. Walmart. Unser Reifen wird gewechselt. Ein Ölwechsel wäre auch fällig, aber man weigert sich, den Motor anzufassen. Angeblich wäre der undicht. Und wir kämen keine 500 Meilen mehr weit. Ein Mechaniker gibt uns den Tipp, immer ordentlich Öl nachzukippen. Öl, das hier so billig ist wie Trinkwasser. Also ziehen mein Berater und mein Kameramann nochmal in den Baumarkt ein. Hier gibt es alles. Von der Slip-Einlage bis zum zweisitzigen Rasenmäher. Wir verlassen den Supermarkt mit neuem Reifen und voller Ölflaschen. I'm not talking about the paper shit. The last of beer. Hey, what? What is it? Meine Karte? Ja. Oh, ich muss sofort erstmal losrennen. Cooler drauf.
Ja, ja, die ist mit drauf. Cool. Und noch bist du so stehen bleiben hier. Wir kommen nicht weit. Die Bremsen sind nun völlig ruiniert. Im nächsten Autoladen hat man direkt im Regal die Bolzen für einen Bremssattel eines 74er Cadillac Eldorado liegen. Beim Versuch, die Bremsbacken wieder zurechtzuschieben, fällt uns auf, dass der Bremszylinder rausgekommen ist. Wir könnten mit Handbremse weiterfahren, wenn die nicht auch kaputt wäre. Also muss das Ding repariert werden. Der Mechaniker kommt in die Szene. Er will, dass wir schnell wieder vom Parkplatz verschwinden, um die zahlende Kundschaft nicht zu lange mit unserem Anblick zu verkraulen. Die Karre ist inzwischen, na sagen wir mal, kein Ausstellungsstück mehr. Vom Regen verdreckt, von den Vögeln beschissen, statt der Heckscheibe hängt eine alte Decke im Fond. Wenn man die Türen aufmacht, dann quillt der Müll aus dem Wagen. Der Caddy läuft wieder. Morgen werden wir die Route 66 erreichen. Was wir an Reparaturen zahlen, müssen wir anderswo einsparen. Heute Nacht steht also statt Motte irgendeine Wiese auf dem Programm. Die Nacht haben wir in einer White Trash-Siedlung verbracht. Keine 100 Meter von der Interstate entfernt, auf der die Trucks mit 130 Sachen fahren. Als wir ankamen, war es dunkel. Am Tag sieht das dann so aus. Blechhütten, Wohnwagen, Abfall. Wird es für die Randgruppe zu trashig, dann zieht die weg oder stirbt. Was bleibt, ist der Müll. Bis zum Morgengrauen waren wir auf heranrasende Pickups gefasst, mit einer Ladefläche voll scharf gemachter Kampfhunde und schießwütiger Alkoholiker. Wir packen unser Zelt und verschwinden. Amerikaner leben in ihren Autos und essen auch dort. Dafür braucht es Getränkehalter. Heutzutage werden Neuwagen in den USA nach der Anzahl der Cupholder bewertet. Schaut man sich hier Werbekampagnen an, so spielt das Feature Getränkehalter in der Liga der Zylinderanzahl oder der Zuladungskapazität. In modernen Minivans, etwa dem Chevy Venture, gibt es bis zu 17 Getränkehalter. Das dürfte der Grund sein, warum unser Cadillac auf Amerikas Straßen kaum noch vertreten ist. Ein fehlender Getränkehalter. Denn obwohl an dem Wagen nahezu alles elektrisch läuft, wie Antenne, Fenster, Kofferraumklappe, Sitze, Verriegelung oder Verdeck, hat man 1974 wohl selbst bei Cadillac nicht an Getränkehalter gedacht. Mit viel Glück trifft man jedoch an der Burger King-Kasse auf einen aufmerksamen Geschichtsstudenten, der im Diner jobbt und einen Gratis-Getränkehalter gemeinsam mit der Bestellung aushändigt. Ihm lässt man sogar das "Is a Pepsi okay?" auf die Coke-Order durchgehen. Get a combo number one, king size, with a Coke. Would you like cheese on your sandwich? Yep. Hey, friendly. Hi. Hi. I got it. There you go. Thank you a lot. And we got king and a large. There you go. And there you go. Thanks a lot. Have a good day, guys. Bye-bye. Wir haben die Route 66 erreicht. Woher kommt eigentlich der Mythos Route 66? Im Grunde ist es eine beliebige Straße, die irgendwo im kalten, verregneten Chicago beginnt und drei Zeitzonen, acht Bundesstaaten und knapp 2500 Meilen später an einem sonnigen Pazifikstrand in Los Angeles endet. Das wäre ja schon was.
Aber es war einmal weit mehr als das. 1926 ins Leben gerufen und 11 Jahre später komplett ausgebaut, war sie lange Zeit die Hauptstraße in den Westen. John Steinbeck erzählte in seinem Roman The Grapes of Wrath von einer einfachen Familie, die Oklahoma verließ, um im gelobten Land ein neues Leben zu beginnen. Noch bevor Steinbeck gut 20 Jahre später den Literaturnobelpreis erhielt, hatte er die Route 66 damit bereits unsterblich gemacht und die Bezeichnung The Mother Road geprägt. Es folgten Lieder, Magazine, sogar eine TV-Serie. Alle gaben sich dem Mythos der Heidenstraße hin, The Main Street of America, The Will Rogers Highway oder einfach America's Highway. Almost all the druggers know about a fan, Doc. What is that? It's a dock, but they claim it's a dock. It run right in at the cars, and then right beneath cars swerved. Miss it, just vanishes. There's no chase of it, no nothing, because the cars swerved crash. The course is over about maybe 200-300 accidents. Sit there and say, well, we saw a big black dock. But there ain't no dock out in the middle of nowhere. We have a heavy car. Yeah, well, you ain't gonna do much against the Phantom Dock. The dock that just ain't there. I know of the Phantom Dock of comedy. Where you from? Originally, I'm a rural Texas. That's where I'm going, right back home. Oh, okay. Yeah, and Camarillo. Wow, Cadillac Ranch. Know that? Cadillac. The Cadillacs are sticking in the earth? Yeah. Oh, the Cadillac Ranch. Where can we find it? Yeah. I know the Cadillac Ranch. It's on the main highway you find it. Everybody and anybody knows about the Cadillac Ranch in Amarillo. Ein typischer Tag beginnt im Diner. Mit Toast und Kaffee. Refill for free. Alle paar Tage Laundry, Wäsche waschen. Danach Auto reparieren. Auch heute wieder. Das Getriebe leckt. Nach 5-6 Stunden ist der Wagen wieder startklar. Die Landschaft bekommt Western-Style. Was sich schon seit Tagen ankündigt, ist nun durchgebrochen. Die Karre nimmt nicht mehr richtig Gas an. Wir sind wieder auf der Suche nach einer Werkstatt. Und obwohl wir ahnen, dass der Caddy nicht mehr lange leben wird, biegen wir noch einmal von der Interstate auf die Old Route 66 ab. Die Gegend ist wie ausgestorben. In einer Ghost Town kommt uns ein Trucker entgegen, der uns weiter Richtung Westen schickt. Was er nicht sagt, ist, dass Dutzende Meilen Schotterpiste vor uns liegen. Weit und breit keine Zeichen von Zivilisation.
never. Sagst du never. Cool, alles klar. Okay. Wir müssen die Kiste auf den Hügel schieben. Ja, genau, guck mal, was da los ist. Alter. Was? Ey, es hat schon ein Loch. Es hat ein Loch in die Scheißstraße unten reingeburnt. So. Was? So krass ist die. Ja, aber weiter vorgehen, ich stehe mal. Nee, komm, komm mit rein, der kommt gerade. Der kommt gerade, komm rein. Mann, nicht so schnell, Alter! Du musst mit schieben. Ich glaube, was ist die Karre hier nicht runterrollt. Mit schieben. Okay, Freunde, ich stehe hier Utah-mäßig völlig krank auf einer Straße. Hinter mir laufen die beiden Leute gerade und versuchen Hilfe zu holen. Unsere Karre hat völlig versagt, die Batterie ist alle. Unser Opium ist verflogen. Der Drang nach Bewegung bleibt. Die Erfahrung sagt dir, dass etwas geschehen wird. Du weißt noch nicht was, aber du ahnst, dass du diesen Ort noch einmal passierst. Vielleicht wirst du Menschen begegnen. Du weißt nicht, was das für Menschen sind und warum das geschieht, noch wozu. Aber du spürst dieses Gefühl von Freiheit in dir. Der Freiheit, alles zu tun, was deine Fantasie hergibt. Du wirst irgendwo ankommen.
und wieder weitergehen. Nach ein paar Stunden kam uns ein Pickup entgegen. In dem Wagen eine alte Frau. Ohne zu zögern nahm sie uns mit auf ihre Ranch. Und von dort kehren wir nun zum Wagen zurück. And, so I was glad to get to retire. Okay. So. Yeah, we have to get back to Washington on the 30th. Okay. Oh, y'all welcome to stay as long as you like. Oh, yeah. That's not a problem. That's all right. That's. I've had some of the guys that come over, they've stayed for 2 weeks. Rocket launcher and a flamethrower. Well, of course, all the small stuff. Yeah, it's such a German sound. Really? So it's. And then the Buffalo 100. All of this? You know, they sold, what can we do about that? Well, we have to try to find another one. What is this thing where we can find something? Well, I don't know. I've got my parts man looking to see what, if anything's the same. Yeah. Because on a Chevrolet is longer. Mm. And a Cadillac is one by itself. I'll be right back. You boys are lucky you broke down here, because this guy can fix anything. Well, yeah, we are lucky. How you doing, Sonny? But, well, hi there. How you been? Oh, I don't know. Up and down like all old men. Fühlt euch wie zu Hause. Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt.
sagt Rick, unser Gastgeber. Das ist die Szene, die ich mir vorgestellt hatte. Plötzlich ist uns alles egal. Wenn der Trip hier endet, dann war es das wert. Unsere Realität ist hier sofern Zeit so relativ, dass nichts mehr eine Rolle spielt. Where'd y'all broke down yesterday? No, oh, there just now. Crossways in the road down there. Oh, crap. This used to be an old Indian campground, though. You can go down here and find maybe some arrowheads and stuff right down here. You know. It's Comanche land. Yeah. It's pretty cold for a summer day, isn't it? Yeah, yeah. But I'm not bitching because it's normally hot as hell, you know, so. Yeah. Ones I carry when I go to the mountain. Wow. And you made that once? Yeah. You made this one? How do you make that? What is that? From what? Elk antler. Uh-huh. Okay. And how do you make... Can you buy that steel or...? Yeah, just buy the bar of steel and whatever size I need, and I got patterns. I just lay it on the steel and then cut it out and then grind it. I don't do any forging, you know, nothing with a hammer. The stainless steel, you can't forge it anyway, but it's better steel. Okay. It's pretty sharp. Yeah, I carry that on one side and my pistol on the other whenever I'm up in the mountains where the bears and all that stuff at. You broke down at the right place. At the right place, yeah. But the last night of the beer tent, I would go and I shave my beard and cut my hair, and then I dress up. Like Bavarian, with the shoes and the leather housing and all their shit, you know. And I still have the trousers they gave me, you know. And he didn't even remember, did he? Yeah. Ah, you son of a bitch. That's right. Yeah. Well, okay, but I mean, you need to keep your square.
während wir auf dem Hausboot in der Wüste gechillt haben, wurde unser Wagen repariert. Ersatzteile aus entfernten Städten geschafft, ein neuer Auspuff angeschweißt, ein neuer Zündverteiler eingebaut. Alle paar Stunden brachte uns Rick frisches Bier vorbei. Pizza, Beef. Als ich ihm sage, dass wir kein Bargeld mehr haben, meint er nur, all das wird euch keinen Pfennig kosten. Man wundert sich, dass wir nicht ein, zwei Wochen bleiben, als wir die Farmer verlassen. Rick füllt unseren 100-Liter-Tank nochmal auf und wir rollen im Abendlicht von der Ranch. 20 Minuten später passieren wir den Hügel, an dem der Caddy liegen blieb. Es sieht noch immer so aus wie 2 Tage zuvor. Und wie an all den anderen Plätzen, die man passiert, ohne jemals zu erfahren, was dahinter liegt. Auf direktem Weg wären es nach San Diego noch 1500 Kilometer. Uns bleiben 3 Tage. Hält die Karre, dann ist genug Zeit für einen Abstecher. Also fahren wir nach Las Vegas. Es ist dunkel und der Vollmond steht hinter den Wolken. Auf der Bergkuppe angekommen geht es 15 Meilen lang schnurgerade, einspurig weiter. Man kann die Kette der Autos meilenweit sehen. Eine halbe Stunde später muss hinter der nächsten Biegung Las Vegas auftauchen. Was dann kommt, ist aber mehr als die Summe dieser Worte. Die Stadt liegt in einem Tal und wirft Massen von Licht. Der Lichtteppich wird flacher, je tiefer wir kommen. Thank you.
Vegas. Reist man von Westen an, dann beginnt man in der endlosen Einöde, die Vegas umgibt, bereits lange vor der Spielermetropole nach zivilisatorischen Errungenschaften zu trachten. Reist man gar nach Hunter S. Thompson Art in einem amerikanischen Cabrio, so brennt einem die Sonne spätestens im Death Valley, 80 Meter unter dem Meeresspiegel, den Durst in die Kehle, auch noch nach einem Blick in die Ätherflasche. Erreicht man die ersten Tankstellen in Nevada, noch immer inmitten von trostloser Steppe, so wird man bereits auf die Casino-Welt eingestimmt. Obwohl weit und breit kein Haus zu sehen ist, sitzt ein gutes Dutzend Einheimische an einarmigen Banditen und vollziehen monoton ihre Glücksrituale. Schon hier wundert sich der aufmerksame Fremde das erste Mal, dass unter den Spielern scheinbar sämtliche Volksschichten vertreten sind. Vom gerade erst ins legale Spielalter erwachsenen Jüngling, über den soliden Cowboy, der einfachen Hausfrau, den durchreisenden Geschäftsmann bis zur gelangweilten Witwe, sind alle Facetten amerikanischer Sozialisationsformen anwesend. Vor einigen Wochen habe ich mitten am Strip noch ein gutes Zimmer für $60 bekommen. Mit King-Size-Bett, goldenem Wasserhahn und Pornokanal. Heute wollen die Jungs zwischen $150 und $200. Das ist eben Vegas. Man nimmt, was man kriegen kann. Da ist kein Platz für Beständigkeit.
When I was younger and I came to this beautiful country, I used that car too. It was a marvelous Buick Century. A real man's car. What a pity that I don't remember the color. In one split second, help me. His world will change forever. Der Auspuff ist abgefallen. In Los Angeles auf der Suche nach Hollywood. Wir binden den Schalldämpfer an irgendwelchen Streben fest und fahren weiter. Hollywood finden wir trotzdem nicht. Morgen muss der Wagen in San Diego sein. Vorher werfen wir noch einen Blick auf die Küste. We'll be right back.
it. It'll scare the shit out of you. Ja, Herr Kluge, Ihr Film ist frei kopierbar und kann kostenlos über das Internet bezogen werden. Ja, das stimmt. Auf unserer Website kann man auch den Soundtrack und den Film und das Buch zum Film kostenlos runterladen. Ja, Sie verschenken also Ihre Produkte. Ist das Werk derart schlecht, dass Sie dafür kein Geld verlangen können? Also, ist kein Blockbuster, so. Also gut, also wenn ihr irgendwas Besseres mit eurer Zeit zu tun habt, dann macht das. Sie verursachen unnötig Traffic im Internet, stehlen dem Konsumenten Zeit, vernichten dadurch Bruttosozialprodukt. Gibt es eine Gegenleistung, die Sie dafür zu bringen gedenken? Also gut, wir wollen versprechen, dass wir versuchen, den nächsten Film besser zu machen. Und wer will, der kann uns gerne unterstützen auf unserer Website. Danke, Sie können gehen. Danke.